Mein Eisenbahnhobby treibt mich am 9. Juli 1989 in aller Herrgottsfrühe nach Wien, um mit einem Sonderzug nach Brünn zu fahren. Dort finden anlässlich der 150-Jahr-Feiern der Bahnlinie Lundenburg-Brünn Zugsparaden statt, ähnlich wie bei uns vor 2 Jahren in Straßhof. Aus dem Jahre 1925, die ihrem Namen alle Ehre machen. Wir sind durchwegs mit 70 bis 80 Stundenkilometern unterwegs, einmal sogar kurzzeitig mit 90. Die Nachtgewitterwolken haben sich verzogen, wir dampfen mit großen Erwartungen gegen Brünn, haben wir doch die Paraden in Straßhof mit unseren wunderbaren Garnituren in bester Erinnerung. Dreistündiger Fahrt erklimmen wir die Tribüne in einem Brünner Vorortbahnhof mit Blick zum Dom, wo wir sogar extra begrüßt werden. Mit einer alten Draisine beginnt das Schauspiel, dann sehen wir blockweise die Dampf-, Diesel- und zuletzt die Elektrotriebfahrzeuge. Wir werden etwas enttäuscht, denn die Tschechen haben sich keinerlei Mühe gemacht, den Lokomotiven Waggons anzuhängen, nur hier und da fährt ein einsamer Anhänger mit. Auch dröhnt uns der Lautsprecher in die Ohren und das nur auf Tschechisch. Ein weiterer Minuspunkt, leider werden uns nicht alle in Betrieb stehenden Dampftriebfahrzeuge gezeigt, einige sind mit Sonderzügen unterwegs. Die erste Dampflok ist ein Exemplar der Baureihe 313, eine 1904 gebaute kräftige Lokalbahn-Tenderlok für steigungsreiche Strecken mit 370 PS und 45 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit. Takže nám to přijíždí za lokomotivu. Tady si ztratí Severní Čech. Lokomotiva konec konců byla také zkonstruována na popud České severní dráhy. Ale ani na Moravě jsme nebyli zkrátka. Zde jezdili tyto lokomotivy pouze v úseku Šramberk-Řezovice. Odsud získalo 300... Die 354er ist eine Weiterentwicklung der österreichischen 629er, der späteren Reihe 77. Von 1920 bis 1940 wurden 234 Stück dieser bewährten Personenzug-Tenderlok mit 1000 PS und 90 km/h gebaut. Bei uns ist ebenfalls eine 77er betriebsfähig erhalten. Zachovaná lokomotiva 354 17 je vyvlastnictví Národní dopravní družstva. Nejmodernější konstruktory klíkové lokomotivy u nás vycházející z řady 498-0. Mit der Reihe 498-100 gab es die letzte Neuauflage tschechischer Dampfschnellzugslokomotiven. 15 Stück dieser formschönen, wegen ihrer Farbgebung Albatros genannten Loks erbaute Škoda in Pilsen 1954-55. Die 120 km/h schnellen Maschinen mit über 2200 PS Leistung sind vierfach gekuppelt, besitzen ein Dreizylinder-Triebwerk und mechanische Feuerung. Dieses Exemplar, die 498-106, war vor 2 Jahren bei uns in Straßhof zu Gast. Zasloužený obdiv. Existuje ještě jeden zástupce této výkonné lokomotivy,
který je jako vystavovatelný exponát ve vlastnictví pamětníku dopravnictva v Bratislavě. Die 310 war als Reihe 97 die Lokalbahn-Tenderlok der Kaiserlich-Königlich-Österreichischen Staatsbahnen. Von 1878 bis 1905 wurden mehr als 250 Exemplare dieser 250 PS starken und 45 km/h fahrenden Loktype für die kleineren Nebenbahnen der Monarchie gebaut. Diese Maschine, 1879 hergestellt, stammt von Siegel in Wiener Neustadt. Bei uns ist in Linz eine 97er als Denkmal aufgestellt. Im Hintergrund macht sich die 498-106 für einen Sonderzug bereit. Die Königin der Tenderlokomotiven, so wird die 477er genannt, mit ihrer blau-rot-weißen Farbgebung auch als Papagei-Lok bezeichnet. 60 Stück dieser 2100 PS starken Dreizylindermaschine erbaute Skoda von 1951 bis 1955 für den Vororteverkehr in Großstädten. Mit mechanischer Feuerung ausgestattet erreichen die 477er 100 Stundenkilometer. Naše nejtěžší centrová automotiva vyráběná v letech 1951 a nejtěžší automotivou je zapotřebná vůz, třeba by tady Ypsilon. Jedná se o osobní čtyřnápravový vůz, který je určený výhradně pro místní dopravu osobní vlaky. Vozy tady B Ypsilon mají svazovanou konstrukci provedenou tak, kde byla proti... Dány pro ČSB vagón Koutatra národní hodnictví prostředí. Mit der Reihe 534 wird uns ein Exemplar der in 228 Stück von 1923 bis 1948 gebauten 1600 PS starken Güterzugtype vorgeführt. Diese bulligen Maschinen, die mit österreichischen Diesel-Flachschornsteinen ausgerüstet wurden, sind in ihrer Leistung der deutschen 52er Triebflok teilweise überlegen. Dieses Exemplar entstammt einer der letzten Bauserien. Vyráběli Škodovka, ČKD i Trajka Zdaně. Zde domovskou stanicí vyvíjáte na Bohumí, protože to dílní pro Kapotka. 310-433 ist eine 1896 in Budapest gebaute Lokalbahn-Tenderlok. Typisch für die ungarischen Dampfloks ist die lange Rauchkammer. Bei uns ist in Wulka-Brodersdorf ein Exemplar der Rath-Ödenburg-Ebenfurter Bahn aufgestellt. Uns wohl bekannt ist die als Reihe 422 bezeichnete altösterreichische 178er, eine von 1898 bis 1921 in fast 300 Stück gebaute Lokalbahn- und Verschubtype. Diese 500 PS starken und 50 km/h fahrenden Lokomotiven waren überall in der Monarchie anzutreffen. In Österreich besitzen wir zwei betriebsfähige 178er. Die 433er, hier das allererste Exemplar dieser Baureihe, wurde 1948 als Nebenbahn- und Güterzuglok mit 800 PS in 60 Stück gebaut. Der Fabrik Škoda gelang 1923
mit der 387er der große Wurf einer klassisch schönen, dreifach gekuppelten Dreizylinder-Schnellzugslok für Hügelstrecken. Bis 1937 baute man 43 Stück dieser 2100 PS starken und maximal 110 Stundenkilometer schnellen Züge. Aby se po opravě stala první provozuschopnou lokomotivou národně technické. Zatímco nám tento opět pěkný exponát odjíždí, a tady mám jedno důležité hlášení. Österreichischen Eisenbahnfreunden nicht unbekannt ist die Baureihe 556. Bis 1981 haben Maschinen dieser schweren Güterzugtype den letzten dampfbeförderten Schnellzug Europas, den Vindobona, von České Velenice nach Gmünd gebracht. Dopravu si u ČSD nedovedeme představit ten známý štokru. Svou konstrukci patří k nejzavřilejším v Evropě. 1958 baute Škoda 510 Stück dieser 2200 PS starken und bis 80 km/h fahrenden stärksten Güterzug-Dampfloktype der tschechischen Staatsbahnen. A vozila vlaky až do Rakouského Vindu. Za lokomotivou jsme si dovolili zařadit jeden čtyřnápravový vůz řady VAP, jehož výrobce je vagónka Katara Národní podnik Poprad a byl vyrobený v letech 1967 až 1983. Vozíme v něm ještě původní ok a jiné typické práce. Als letzte tschechische Dampflok bekommen wir die erste Nachkriegskonstruktion, Reihe 498-0, ebenfalls Albatros genannt, präsentiert. Diese Dreizylinder-Schnellzugslok ist vierfach gekuppelt, 40 Stück verließen ab 1946 die Fabrikshallen von Škoda. 2000 PS und 120 km Höchstgeschwindigkeit sind die Leistungsdaten. Als letzte Dampfloks folgen drei Gäste aus Österreich. Zuerst die Likaon mit ihrem Baujahr 1851, die älteste betriebsfähige Dampflok Europas. Für das 150-Jahr-Jubiläum der österreichischen Eisenbahnen hat man sie vom Sockel geholt und betriebsfähig gemacht. Zwei Besonderheiten: auf dem Kessel der Lok sitzt der Wasserbehälter und im Waggon hinter der Maschine befindet sich die Bremsanlage, die Likaon selbst ist ungebremst. Der Südbahnreihe 17C gehört diese Schnellzugslok Nummer 415 an, die 1885 bis 1897 gebaut wurde. Die Maschinen konnten 80 Stundenkilometer erreichen. Die Schnellzuglok Reihe 310
gilt als eine der schönsten Dampflokomotiven der Welt. Sie wurde vom berühmten Konstrukteur Karl Gölzdorf 1911 entworfen und in 90 Exemplaren für die damalige Franz-Josefs-West- und Nordbahn gebaut. Ihre Treibräder sind 2,14 Meter hoch, die Leistung beträgt 1800 PS und die Höchstgeschwindigkeit 100 Stundenkilometer. Unsere 310-23 stand bis vor 2 Jahren beim Technischen Museum und wurde für das Jubiläum betriebsfähig gemacht. Im Prager Technischen Museum kann man ebenfalls eine 310er bewundern. Jemand nach einer alten Vorlage ein Dampfautomobil gebaut. Als einzigen Vertreter der moderneren Zeit habe ich einen Dieseltriebwagen älterer Bauart gefilmt. Im Hintergrund unserer Parade hält dann plötzlich ein mit 2 Dampfloks bespannter Sonderzug, während eine 50 Jahre alte Tatra-Dresine vorbeiratet. Zuglok ist die Baureihe 434-100, eine Weiterentwicklung der österreichischen 170er. Zu Beginn der 20er Jahre baute man 160 Maschinen dieser 1300 PS starken Güterzugtype. Zur Zeit der Monarchie war die 170er mit über 900 gebauten Exemplaren die stückzahlstärkste Dampflok. Eine ist auch bei uns betriebsfähig erhalten geblieben. Schiebelok des Zuges ist eine 423er. Diese Type beschaffte man von 1922 bis 1948 für die wirtschaftlich bedeutenden Nebenbahnen Böhmens und Mährens. Sie ist unserer 93er sehr ähnlich und besitzt auch die Achsfolge 1D1. Nach dem Mittagessen im besten Hotel Brünns machen wir noch einen Stadtrundgang, bevor wir die Heimfahrt im mittlerweile noch heißer gewordenen Zug antreten. Mit etwas Verspätung erreichen wir die Heimat und erleben in Hohenau noch eine gewaltige Scheinlandung. We'll be right back.